Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Guild Wars 2. Weiter geht's. Als ich gerade hier Ben aufgenommen wendet habe, kam natürlich eine an, hat die Heldenherausforderung gemacht. Nur ein Veteran und zwei normale Gegner. Bin ich jetzt schon fertig. Na, ich glaube, ich zu nah dran. Da Heldenpunkt verdient. Habe ich gerade eben gemacht mit dem, hab praktisch den einen noch geholfen, ne, der gerade ankam da. Fertig. Machen wir mal weiter. Hinten unten ist eine Sehenswürdigkeit. Die nehmen wir mit. Ein Totem. So, mal weiter. Ja, fliegen kann ich immer noch nicht. Das war eigentlich auch nicht so wichtig. Ja, es gibt jetzt auch, ja, kommt dieses Jahr wohl noch raus, im Oktober wahrscheinlich, von WoW nächste Add-on, Erweiterung, Dragonflight, kann man mit Drachen fliegen. Sind aber auch so ein paar Dinge, die in Guild Wars 2 schon gibt, haben wir jetzt in WoW übernommen. Mit dem Drachenfliegen, Rolle machen, so ein Scheiß, dann die ganzen einzelnen Punkte, so ein Rennen abfliegen, gibt es auch schon in Guild Wars 2 schon ein paar Jahre. Haben sie übernommen. Soll aber wieder ein sehr gutes Add-on sein, wie ich gelesen habe, so kommentarmäßig. Videos. Aber ich weiß noch nicht. Erstmal nicht holen, erstmal ein paar pausieren WoW, gucken wie es wirklich wird. Gibt eine neue Klasse auch wieder, ja. Kennt man ja. Aber soll wieder besser sein. Die letzten zwei, drei Addons waren dann wirklich nicht so der Brüller. War so ein bisschen öde. Aber naja. Letztendlich wieder so, wie er mag. Ich werde mir auch jetzt hier von Guild Wars 2 End of Dragons holen. Nach der Aufnahme. Oder Aufnahme-Session, besser gesagt. Werde ich mir auch schon mal zu Gemüte führen. Aber es gibt keine neue Rasse, sowieso nicht. Auch keine neue Klasse. Gibt es ja im Moment nicht bei Guild Wars 2. Letzte war ja der Wiedergänger, genau. Zuletzt war der Wiedergänger. Der mit seiner Binde über die Augen. Weiß euch eher mal, eher was sagt. Was schon, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn er spielt. Das ist der Wiedergänger, der kam jetzt zuletzt rein. So, na? Atatosk, hier ist wieder eine Höhle. Müssen wir noch rein, Heldenpunkt und Sehenswürdigkeit, wie ich da sehe. Ich kann auch auf der Karte sehen. Ja, ich bei den Spielern mit der Minikarte gucke ich immer sehr oft auf die Minikarte. Immer. Wo ich genau bin, was das so gibt, wie ich hier lang muss. Orientiere ich mich immer. Bei Diablo 2 zum Beispiel habe ich immer die Minikarte offen gehabt. Also über das Bild, rüber. Ich genau sehe, wie ich langlaufen muss. Ja, apropos Diablo. Diablo 4 habe ich gehört, soll auch wieder richtig gut werden. Also 3 war ja, na okay, war nicht schlecht, 3, ne, aber irgendwie auch langweilig geworden. Kurz danach nur noch die Paragon-Stufen aufleveln, dann die Schwierigkeit gerade durchjocken und das war's. Aber 4 hat wieder einen richtigen Talentbaum, also 2 Talentbäume. Nee, war bei WoW. Sollen wir die Klassen mal mit einem richtigen Talentbaum haben? Wie halt bei 2 zum Beispiel auch. Aber dann. Klar, 2 hatte auch Talentbäume gehabt, genau. 3 Stück pro Klasse, genau. Hab ich gar nicht mal gespielt, muss ich mir genau überlegen, aber er war ja da. WoW hat jetzt auch wieder die Talentbäume. 2 Stück pro Klasse.
Ach, mal sehen. Ich werde es mir noch nicht kaufen. Soll, glaube ich, im Oktober kommen, wahrscheinlich wieder Ende Oktober ungefähr. Soll auf jeden Fall dieses Jahr kommen. Das ist wohl sicher. Aber wann genau kann ich euch nicht sagen. Gibt, glaube ich, auch noch keinen festen Termin. Wann Dragonflight zur WoW kommt. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wenn es da ist. Ganz einfach. Kam, glaube ich, zuletzt immer im Oktober. Oktober, glaube ich, kamen wir nicht zuletzt. Die letzten. So. Komm. So, tschüss. Gut feiern. Kommunizieren. Zwiesprache, sehr schön. Helden Herausforderungen. Wieder eine fertig. Nummer 4 von 6, also 4 nur noch 2. Wenn ich mich nicht verzielt habe. Und tschüss. So, da geht es nicht weiter. Da geht es raus. Dann gehen wir da lang. Wir haben in Guild Wars 2 hier noch genug zu tun, mehr als genug zu tun. Ja, und auch jetzt End of Dragons kommt, noch mehr Gebiete. Oh. Aber ich sag mal anderen. Death Road. Ohne A. Okay. Death schreibt man ja DEATH, nicht DETH. Aber egal. Wie es schön heißt, künstlerische Freiheit. Oder Name war schon vergeben. Da unten war ja nichts mehr. Ach, da unten noch ein Herz. Das ist schon fertig. Was ist da noch? Weiß ich gar nicht. Muss ich erstmal gucken gehen. Komme ich da raus? Nein, ne? Doch, da geht's raus. Alles klar. Gucken, was da noch so ist. Komm, geh schlafen. Reicht doch. Du auch. Du nervst. Und tschüss. Mal gucken, was hier noch so ist. Da kommen wir ja her. Genau. Wenn wir schon mal hier sind. Deck auf die Karte, Deck auf. Ja, ich auch. Bergausläufer, okay. Hellenpunkt, Sehenswürdigkeit, ja. Ja, gehen wir hier oben, dann holen wir runter, genau. Gehen wir jetzt mal durch den Berg. Gehen wir wieder zurück. Fliege, Spinnen und Netze. Bepreisgeld und Kokons, dann gefällt die Schritte. Ah, okay. Dann machen wir natürlich hier die Kokons down. Öffnen. Öffnen. Und fertig. Herz erledigt. Sehr schön. So, haben wir das auch erledigt. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Was haben wir hier oben? Skrit. Okay, aber sind friedlich. Hallo, Skrit. Alles klar. Das Herz haben wir ja. Das ist noch eine Wegmarke, nehmen wir mit. Ah, hallo Spieler. Ja, in der Gilde bin ich auch nicht hier drin. Ich kann auch, ach Mensch, ich habe doch Gilden, die ich repräsentieren kann. Wo war das denn? Ach, keine Ahnung. Habe ich auch mal gemacht. Ach so, Wegmarke. Also wirklich gebracht hat, glaube ich, das noch nichts. Wo war das denn? Muss ich jetzt gucken, wo. Nee, da ja nicht. Da sind sie. Ewige Gilde. Ah ja. Nee. Mit den beiden, ja. Ja, kannst du Stufe, kann man aufstufen. Ja, ich weiß nicht, ob Stufe 2 schon. Oh. 4 Jahre, 8 Jahre, 1 Jahr, 7 Monate. 8 Jahre, ja, spielt keiner mehr. Da sind die Spieler auch noch von Rappels dabei. Ja, mit Guild-Missionen oder solche Scherze. Nee. Mach ich sowieso nicht, genau. Ist nichts für mich. Blablabla.
Ich weiß nicht, ob man da besondere Boni bekommt oder so. Weiß ich gar nicht. Kann man da Boni bekommen? Saft oder sowas? Mission. Teams, Lager. Verlauf, Ränge. Ach, keine Ahnung. Muss ich mich auch mal vielleicht beschäftigen. Vielleicht doch mal in eine andere Gilde gehe. Kann man ja 5 Stück kann man ja reingehen. Sehr gesehen. Kannst du was? Sehr gut. Schrott verkaufen. So, was haben wir denn noch? Muss ich wegpacken? Muss ich wegpacken? Okay. Lagern. Alles weg. Das ist voll. Muss ich eigentlich behalten, aber ich weiß nicht, ob ich die doch vielleicht verhöke oder was verkauft, weiß ich nicht. Gesellenverwertungsskills sind die besten, was ich bei. Kaufen wir mal 2 Stück von. Wenn ich welche in Reserve habe. Wir sehen uns wieder. So. Binnenziel, okay. Was das ist, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das sein soll, aber egal. Können wir da wieder rausgehen? Ja, schön, 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 schön. Gehen wir mal wieder zurück. Wieder hier einmal hier rum. Dann gehen wir einmal hier raus. Oder hier unten? Da unten, ne? Ne, da war ich gerade eben. Hi. Hier müsste der Weg sein. Hä, was? Das glaube ich ein Wiedergänger, der gerade da kämpft. Oder gekämpft hat. War glaube ich ein Wiedergänger. Aha. Nee, da geht's ja nicht weiter, oder? Nein. Hier geht's raus. Nee, da nicht. Nein. Ich meine, das ist echt verwirrend. So, hier geht's raus. Hier kann man rausgehen. Freiheit, du hast mich wieder. Frische Luft. Da war mal drin, haben wir auch alles erledigt. Dann gehen wir jetzt mal noch ein Stück hier runter, die Wegmarke mitnehmen. Oder ist da oben? Moment. Da oben ist, glaube ich, ein Ende, ne? Oder? Ja, irgendwo da oben ist gleich Ende. Gehen wir erst da oben hin. Aber Herz, alles hier machen wir nachher mit dem. Genau, jetzt mal ein Stückchen nach oben. Weit es noch hoch geht. Jetzt mal allzu weit nicht, weil dann schon eine andere Karte kommt. So, lass mich noch eine Sehenswürdigkeit, die will ich mitnehmen. Die brauchen wir ja. Na, was soll das? Nicht stolpern. Die Svanir. Svanias. Bestimmt aus der nordischen Mythologie, oder? So ein Begriff, so ein Name von der Rasse oder so. Ich kann mir gut vorstellen. Svanias hört sich zumindest an. Sohn Svanias war ja so. Damals Wikingerzeit. Der Sohn von so und so und ne. Wie im Mittelalter auch die Könige. Der König von Rosenthal, geborener Mittelstand, was man irgendwas war ja früher. Ja, komm da. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sohn es waren hier irgendwie so eine Titel war oder sowas. Ach, ist ja egal. Erdal. Man sich jetzt eine ganze Stunde darüber unterhalten. Aber wollen wir nicht. Wahrscheinlich nur so eine selber erfunden wie sowas. So, dann haben wir auch mal da gucken, was da noch so ist. Und dann Goljak.
gibt den Mann. Ah, haben wir schon. Okay, sehr gut. Es gibt ja so manche Begriffe aus den Spielen, die haben einen realen Hintergrund. Gibt es ja auch. Das sind zum Beispiel, ne? Aber egal, genug gelabert. Jetzt mache ich aber Schluss für heute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Glitter 2. Einen schönen mit Ö.